Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün. Feuergrün, genau, Feuergrün. Du bist immer noch da. Ich bin ja immer noch da. Warum? Unglaublich, ja, ich weiß es nicht. Warum? Neuer Tag, ja, wie ihr auch unten an der Uhr seht, das ist, wir nehmen gleich den nächsten Port schon wieder auf, weil uns ist langweilig, wir haben nichts zu tun. Hey, das kann man so nicht sagen. Hier liegt ein Pokémon. Wir sind ambitionierte Pokéball. Let's Player. Indigo-Stück. Geil. Das lohnt sich ja wieder. Geil, wir haben ja immer noch hier die ganzen Items, ne? Ah, die haben wir jetzt gar nicht entsorgt, ne? Ah, ist natürlich, ja, ist natürlich. Ah. Ich würde sagen, die werfen wir dann in der nächsten Stadt alle weg. Ja, ja. So als Bestrafung, ne? Ja. Oh, irgendwo hier ist, ne? Das ist ein Trainer, ne? Den gehe ich ganz gekonnt. Nein, okay. Nein, okay. It's dangerous. Ein Hyperball, nice. Geil. Wir sind hier Schnee, ey, wir sind hier Gras. Ich will ein Pokémon fangen. Das kommt jetzt im Norden, glaube ich. Okay, warte. Aufpassen, Junge! Okay. Ich will nicht kämpfen. Oh, come on! Schnee ist halt echt hart. Ich bin so langsam, ist unglaublich. Holy shit! Junge. Okay, das ist uns. Wir spielen schon mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Eisen. Lohnt sich. Come on. Wir sind hier krass. Der PC fängt auch schon zum Schwitzen an. Das Eis, der Sturm hier ist einfach viel zu der, krass. Das packt der nicht. Boah, der fängt aber richtig krass hier an. So. Was ist denn jetzt los? Guck mal, wir haben sogar Haugensturm gefunden. Das passt ja ziemlich gut. Wollen wir kurz in das Haus reingehen? Kann man sich hier schon wieder heilen? Wahrscheinlich. Nee, was will der? Hätte ich mir, ja, habe ich eine VM verloren. Ah, okay. Oh, wir müssen hier Kraxler finden. Ach, fuck, wahrscheinlich das liegt wenn hier. Wenn das jetzt Kraxler ist, ne? Inkompetentes ist der Wanderer. Er hat dann noch gesagt, er hat sich verloren. Das kann man ja gar nicht verlieren. Verdammt! Egal, haben wir halt auch mal einen Kampf hier. Mit 6 Pokémon. Der hat jetzt alle Evoli-Entwicklungen. Halt, ich will einfach durchspeeden. Ja, okay. Seit wann war das auf 1,0? Was? Ich hab's gerade nur 1 runtergetan aus Versehen. Ach so, okay. Ja, die hat nicht alle. Okay. Ja, das ist nur das nervig. Hat echt Krebs. Die hat echt nur Evolis. Dein Junge. Ernst? Die hat wieder nur. Okay. Meine Stimme. Sehr maskulin. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, jetzt ein Glatziola. Danke, dass da auch mal was anderes kommt. Zum Glück, hier werden wir jetzt nicht mehr so eingefroren wie beim letzten Mal, ne? Das war halt schlimm. Ja, come on. Soll ich mal zertrümmern? Nee. Disrespect. Zertrümmer das Ding. Schön. Schön gespeedet, ne? Hab ich gut gemacht. Das ist gleich der nächste, pass auf. Der hat so ein komisches Movement und ich bin so langsam. Ja, das könnte tragisch werden. Ho! Oh, ich bin insane, aber hier ist gleich schon die Stadt, oder? Nee, hier ist endlich Gras. Das ist doch die gleiche Route, ne? Ja? Ja. Ich glaube, die muss man machen. Ja, komm, man rennt schnell hier. Gut. Gardevoir. Pass auf. Obwohl du. Nee, das ist ja gar nicht Typfee. Du kannst ja aber mit Käfer draufballern. Ja, ne? Kretscher. Ja. In your face. Von Frau zu Frau so. Die haben sich wieder gestreitet um ein Kleid. Ja, so schnell geht's. Ja, den Haugebus biete ich mal. Das ist nur. Da kann ich auch drin bleiben eigentlich. Die hat wohl nur Psycho-Pokémon, wenn ich raten müsste. Ja, du kannst drin bleiben. Ja, komm mal. Gedanken gut. Ja, ich hätte mich jetzt auch aufgesetzt gegen einen Sherox mit Kreuzschere. Ist definitiv schlau, danke. Die KI ist wieder. Zucker. Ja. Jack Cousel. Würde er jetzt Regule Bang sagen oder würde so? Er das? Ich weiß nicht. Würde er das? Würde er das? Sollen wir ihn fragen? Ich schreibe ihm mal schnell. Okay, schreibe ihm mal schnell, danke. Hat er dir schon geantwortet? Nee, leider noch nicht. Soll ich hier drinbleiben gegen Galagladi? Galagladi. Flug. Wollte gerade sagen, ja. Mach mal einen Luftschnitt. Zack. Ich glaube, der reicht aber gar nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Nee, du. Oh. Tschüss. So, aber knapp. Nahkampf droppt der einfach. Bitte nicht kritten. Bisher haben alle Nahkämpfe gekrittet fast. Okay. Wir hätten es halt sogar überlebt, Junge. Geil. Hätten wir das mit dem Hagel? Mit dem Hagel. Keine Ahnung. Ja, komm mal. Ja, jetzt habt ihr nicht. Okay, das. Nee. Okay. Tschüss. High Roll.
Geil. Gefällt mir. Hätte eigentlich davor auch schon gedroppt werden können. Warum denn auch nicht? Hätte Fahrradkette. So, ich heal kurz nochmal. Wir haben ja genügend Top-Genesungen hier. Come on. So, und jetzt bist du gespannt. Wahrscheinlich nochmal ein Schneebedeck. Das müssen wir aber das nicht fangen. Das müssen wir nicht fangen, zum Glück. Ja. Wir haben 3 Pokémon bisher auf der Route bekommen. Und alle 3 waren Schneebedeck. Was heißt, alle 3 in diesem Gebiet? Ja. Oh, okay. Über die Weiterentwicklung. Mhm. Müssen wir das fangen dann? Nee, auch nicht. Die ganze Evolutionsroute nicht. Sollen wir rasen? Ich würde abhauen. Okay. Come on. Ich will hier was Cooles. Oh. Das ist gar nicht mal so schlecht. Müssen wir ja auch fangen. Und Mamutl ist cool. Ich mag Mamutl. Kann halt Eisattacken und so Erdbeben auch lernen. Ja, komm, ich will den Flottball. Kann das direkt vielleicht auch drin bleiben? Danke. Dankeschön. Die Flottbälle sind halt so nice. Ey, nach was sieht ein Mamutl aus? Was hat ein... Nach einer Sau. Nach einer Sau? Schneesau. Schneesau. Okay. Schneeschwein. Schnee. Ich glaube, Schneeschwein ist zu... Schwein ist zu... Und Schneepick. Oh, Schneepick. Okay, Schneepick. Soll ich es auseinanderschreiben dann auch noch? Oder? Ja, würde ich schon machen, wenn es schon mal aufgeht. Schneepick. Ne, wenn es schon mal ausgeht. Wieder auf die Dickbox natürlich. Ja gut. Gleich das nächste Pokémon. Ja, geil, ne? Oh, Ursuring. Das habe ich nichts gegen, mag ich. Ich weiß nicht, ob... Ne, warte mal, wirf den Flottball. Okay. Kann ich machen? Würde ich immer am Anfang werfen. Ja, da müssen wir ein paar mehr kaufen. Komm! Oh. Okay. Ja. Okay, ging daneben auch noch. Ja, come on, ist das... Eisenschädel, Kreuzschädel? Überlebt es? Ich weiß es nicht. Soll ich einen Aron reinholen mit Knirscherschwächen? Ja, das macht nicht so viel Damage. Guck mal, perfekt predicted auch noch. Hoffentlich verletzt er sich nicht durch Verwirrung. Ja, ich fange lieber jetzt schon mal an. Ja, wirf einfach die Bälle. Könntest du es auch in den Finsterball werfen, weil es Nacht ist? Stimmt. Okay. Schade. Ja. Hat halt bisher noch kein einziges Mal gewackelt. Ja, ist schon komisch. Gar nicht mal so gut. Hat das so eine niedrige Fangrate oder was? Ich weiß es nicht. Ja, okay, jetzt hat es aber wenigstens mal gewackelt. Na, come on. Danke. Fixed. Ich habe schon das jetzt. Bärli. Ganz easy. Oder würdest du nicht sagen, dass es ein kleiner Bärli ist? Barlü. Barli, verdammt. Okay. Nennst Bärli auf Englisch. Schreibt man das nicht mit EA? Bärli? Meinst du, ich finde Bärli süßer? Ja, dann mach wie du willst. Okay, ich mach Bärli. Oder du machst einen Kompromiss und schreibst das E als AE. Nee, danke. Bärli. Ich finde schon, dass es ein Bärli ist. Oh fuck. Der Preuß steht wieder mal über uns, so wie man das kennt. Okay. Aber wir kennen ihn noch keinen Kraxler, ne? Nee, dafür müssen wir erst die Arena machen. Ah, Husten. Yikes. Ah. Oh, keinen Counter. Ja, zum Glück haben wir das nicht gefunden. Wer mag das schon, wenn wir mal ehrlich sind? Keiner mag mich. Ich spring jetzt von der Klippe. Kann es nicht. Ey, kann ich jetzt mal bitte wegrennen hier? Danke. Hier ist ein Item. Ist da nicht Blizzard oder so? Nee. Piperball noch. Kann man ja kaufen. So ein Eisstall wäre auch cool, ne? Ich weiß gar nicht, wo man den bekommt. Ich habe keine Ahnung. Aber wahrscheinlich irgendwo in dem... Moment, wo kommen wir hier mit hin? In die Kampfzone. Ah, okay. Die wir wahrscheinlich nicht besuchen werden. Ja. Vielleicht. Nochmal ein Hyperball. Wieso findet man so viele Hyperbälle? Was das? Die sind die alle gehypt. Hyped? Okay. Hier ist das Pokémon Center. Das Pokémon Center. Das Pokémon Center, genau. Hier ist der Pokémon Supermarkt. Geh mal einkaufen. Wolltest du nicht die Items entsorgen? Sollen wir das jetzt machen oder nach dem Part? Du hast gesagt in der Stadt. Okay, ich kann die Items ja schon wegwerfen. Kein Problem. Und kaufen wir eben neue. So, was will die hier? Ja, die ist hier ganz easy durchgekommen, oder was? Gibt die uns jetzt wenigstens irgendwas? Nee. Okay. Keine Lust. So, wir trennen uns jetzt von den Items hier. Ja, wirf einfach alles weg. Ah. Außer die Kumu-Milch, weil... Ja, wohl. Nee, dann müssen wir extra wieder welche kaufen. Eieieiei. Das kann jetzt ein bisschen dauern, ne? Ah, yikes. Okay. Ich könnte das auch einfach rausschneiden. Vielleicht. Wenn ich, mal sehen, ob ich vielleicht da vielleicht sehen wir uns auch jetzt wieder, wenn gleich alles weg ist. Wieder, ja, ist ja schnell gegangen. Ist ja alles schnell gegangen. Wir Magic. Haben
auch ein bisschen gleich eingekauft, sondern Bombers haben wir ein bisschen gekauft. Gekauft. Ja, Hypertrank, Hyperheiler war das einzige und ein bisschen noch einen Schutz haben wir gekauft. Schutz ist so, meine Lieblingsarena. Ich hoffe, du weißt, wie das Rätsel geht. Ah. Ich habe nämlich keine Ahnung. Mach einfach irgendwie. Wir werden jetzt hier den restlichen Part sein. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Das wollte ich gar nicht. Kann man halt auch die Trainer nicht so schön skippen. Ja. Was wollte ich machen? Ich wollte hier Shashin nach vorne kommen. Der ist gleich doppelt gut hier mit Stahl hier, und Kampf. Gleich mal erstmal. Oh? Erstmal geskippt. Gut. Ja, die können dich ja nicht. Die können dich ja nicht anlabern, während du im Rutschen bist. Das wäre ja physikalisch nicht möglich. Recht. Ja, guck mal hier direkt. Ich speed die Trainer hier weg, weil. Ja, komm, ne, tut mir leid, aber. Halt. Ihr werdet hier halt nur ziemlich viel Aurasphäre sehen. Mehr wird es hier nicht zu sehen geben. Ja, das stimmt. So, jetzt pass auf, ich muss die Schneebälle irgendwie wegbekommen, ne? Ja. So, das Ding ist, ich glaube, ich mache zuerst alle Trainer, dann gehe ich raus, gehe heilen und dann das Rätsel. Oh. Sonst mache ich zuerst das Rätsel, you know? Ah, und dann smart. Bin ich. Ja. Echt smart. Yugong. Aha, krass. Die können halt alle nix. Ich weiß es auch gerade gar nicht, ob es viele gefährliche Eis-Pokémon gibt. Ich glaube allerdings nicht. Ne? Was nicht. Soll es da schon geben? Rex Blizzard, dann die andere Entwicklung von Schnäppke, das Geisterviech. Von Schnäppke? Schnäppke kann sich zu Firnontor entwickeln. Ach so. Wie heißt denn das Viech? Der Name fällt mir nicht ein, er liegt mir auf der Zunge. Fällt auch gar nicht ein, ne? Frostece, oder wie das heißt. Ja, genau. Guck dich ja auch noch gleich. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Trainer. Einer, der einmal oben links und der einmal oben. Warte, jo, pass auf Erdbeben. Sagen, ne? Das ist das Einzige, was ein bisschen tricky wird. Boah, Miss Abdi könnte sehr effektiv treffen und das Erdbeben juckt nicht so stark. Soll ich mal? Ja, würde ich okay, schon. Jetzt kommt der Erdbeben. Ich ja, klar, kommt der Erdbeben. Alter, der macht trotzdem so viel Damage. Wir müssen eigentlich. Dr. Eggman da? Ja, aber den werden wir nicht one-shotten mit Dr. Eggman. Ja, aber. Der kann das doch tanken. Aber der kann auch bestimmt Steinkante. Ja, eben. Alter, das ist heftig, das Viech. Wir könnten auch drin bleiben und es riskieren. Was wollen wir denn einsetzen? Eisenschädel. Sollen wir? Ja, klar. Okay. Mal. Ja, speeden. Vielleicht killen wir auch. Ah, wohl Mammutl. Bitte. Easy! Calculated. Mann, war klar, was das ist. Ja, aber ich glaube, wir müssen dann nochmal trainieren, bevor wir den Arena-Leiter machen. Ich weiß nicht, wir müssen ja nicht immer overlevelt sein. Ja, so ein, zwei Level, you know? Ja, aber dann auch wirklich nur ein, zwei Level. Und auch erst danach, nach dem Training. Manche sind ja eh schon auf 72. Mhm. Was hat der jetzt? Ein 400-Tor. 400-Tor. Und dann hat wahrscheinlich die linksten Ding, Frostetje. Das wäre cool. Das würde Sinn machen, zumindest. Dann wäre das auch nicht so nervig. So, jetzt pass auf. Das wollte ich nicht. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich rüberkomme. Zack, 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 zack. Nee, so nicht. Wenn ich jetzt hier runtergehe. Jo. Dann hier rechts. Und dann. Ach, die da. Die kannst du doch gar nicht von hier erwischen. Wie soll ich denn die erwischen? Wenn du jetzt nach rechts slidest. Nee, nach links. Nach unten, nach rechts. Oh, krass. Du musst auf dieses Feld da kommen. Aber da kommst du von hier gar nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Hm. Von der anderen Seite, wenn dann. Also von der unteren Seite, von der höchsten Ebene aus, wenn du da so rüber slidest. Jetzt pass auf, wenn ich hier mal nach unten gehe jetzt. Links und dann runter auf das Hauptfeld. Von hier dann rechts, von diesem Feld. Von diesem Feld? Rechts, hoch, oh, von diesem Eisfeld da in der Mitte. So. Genau. Und jetzt hier noch. Dann sollte die da kommen. Ja, Mann. Ja, Mann. Guck. IIQ. Du kennst dich hier aber voll aus, ne? So, ja, die haben es nie gewonnen. Das ist aber noch einfacher, ne? Richtig aber geil. Aber das ist, wenn sie das speedet. Die werden dann halt auch alle Pokémon, also die Arena-Leiterin wird die ganzen Pokémon hier von der Arena haben, schätze ich mal. Ja. Firnontor, Mammutl. Das würde Sinn machen. Ich meine, viele Eis-Pokémon gibt es ja gar nicht. Nee, ne? Und auch eigentlich auch gar nicht mal so viele gute, wenn wir ehrlich sind. Ich hoffe, die fängt nur nicht mit Mammutl gleich an. Sollen wir dann Stalos reinholen? Weil Tarnsteine trifft halt alle Pokémon von ihr effektiv. Dann wäre von allen schon mal ein Viertel weg. Das können wir schon mal machen. Kann man mal machen. So, jetzt zeig mal schnell, wie das Rätsel geht. Jetzt pass auf. Man geht hier links, dann... Das war schon mal falsch. Pass auf, hier easy. Nee, das war falsch. Jetzt gehe ich wieder nach unten.
dann gehe ich jetzt hier. Du kannst halt von der Hauptplattform schon ziemlich viele wegmachen eigentlich. Wenn ich jetzt hier noch... Oh, das geht nicht. Nee, aber links und rechts von der Hauptplattform am Anfang. Genau, zack, zack. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. So, dann gehe ich wieder auf die Hauptplattform kurz. Gehe ich jetzt hier mal nach unten, dann kann ich hier nochmal... Verdammt, das geht nicht. Das war gar nicht mal so gut. Aber wenn du jetzt nach rechts... Achso. Nee, wenn ich jetzt nach links gehe... Hier hoch, hier runter... Ah. Dann kann ich jetzt hier... Ah. Wie mache ich den weg? Von der Anfangsplattform. Am Eingang. Kannst du runterrutschen. Links und rechts. Ja. Wenn du nicht geradeaus gehst, dann nimmst du die alle weg. Wie meinst du jetzt? Hier jetzt einfach geradeaus nach unten. So. Nein, links. Ach. Hier, genau. So, zack. Und dann nochmal. Ah, krass. Für den musst du das Feld, ich weiß gar nicht. Stimmt, du. Das Feld auf der... Oh, shit. Oh mein Gott. Ja, für den musst du mal schauen. Wahrscheinlich musst du dich links irgendwo einhängen lassen. Aber frag mich nicht, wo. Von dem Feld da oben, von der Trainerin von hier, aus. Ne? Das geht nicht. Von der Trainerin, ne? Ich weiß gar nicht. Dann, wie sind wir dann nochmal da hingekommen? Von dem Feld da oben. Aha. Aber wie sind wir da nochmal hingekommen? So auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich vom Haupteingang aus links irgendwie. Ja. Ah, ist doch schon wieder nervig hier. So, jetzt nach unten und dann nach rechts und dann easy. Und jetzt zum Haupteingang wieder. Ist ja gar nicht mal so tragisch. Habe ich als Kind Verdammt. Viel schwieriger in Erinnerung. So. Ich hasse die Arena. Ist schon ein bisschen nervig. Wir spielen hier auch mit Speed up, von dem her. So, aber jetzt hier einfach durch. Und Stalos ist eh vorne. Ja. Wunderbar. Und ja, machen wir einfach direkt noch. Warum denn nicht? Ja, eben. Dann könnten wir es auch noch zum Ufer schaffen in dem Part vielleicht. Wäre nicht schlecht, dann hätten wir schon wieder so viel geschafft. Mhm. Und jetzt auch nur 5 Pokémon. Rosan. Aha. Aber da kannst du durch die Tarnsteine legen nochmal. Todeskuss. Oh, zum Glück bringt uns das nicht um. Ah, come on. Warte, nicht speeden hier. Das ist ein Arena-Kampf. Vielleicht schaffen wir es dann ja doch nicht. Ich habe aber bei Adam auch gespeedet beim 6. Weil wir den so krass weggeballert haben. Ja, gut. Kann ich bitte aufwachen hier? Wir müssen uns halt so oft die Überreste ansehen. Alter Blizzard. Yo, fuck. Jetzt, wenn wir eine Top-Genesung hätten, ne? Jetzt, wenn wir eine Top-Genesung hätten. Was wird jetzt kommen, Blizzard? Ja, wir würden das auch one-hitten, you know? Oder würden wir? Nee, das ist Typ Psycho. Wenn dann mit Miss Abdi. Mit dem Eisenschädel. Ja, mach mal. Das war's mit den Tarnsteinen. Ach, das gibt es nicht. Hä, hey, was ist denn das? Ja, du kannst auch gegenheilen. Mit was denn? Mit Hyperheil und Hypertrank. Also, dann müsste ich zuerst einen Hyperheil. Was soll ich denn da zuerst machen? Hyperheil. Scheißegal, mach einfach. Okay, ich speed mal. Dass der auch immer trifft mit dem scheiß Blizzard. Ja, wegen dem Hagelsturm. Ach, echt? Ja, da trifft man immer. Ah, okay. Das gibt's nicht. Ich mach ich hier. Ich mach nochmal. Jetzt kannst du sie wegballern. Oh ja, mit Eisenschädel, ne? Ist egal. Das ist halt schneller! Die ist ein 4 Level drüber! Ich tu mir das nicht an, es tut mir leid. Alter! Die sollte jetzt aber gleich keine Blizzard haben. Stimmt allerdings auch wieder. Alter. Zum Glück speedest du, weil das... Das müssen wir uns nicht antun. Das würde ich nicht ganz ehrlich. Danke, Spiel, dass Danke. Das mal daneben Gut. geht. Ah, jetzt... Boah. Jetzt die Finger weg von der Speed-Taste. Ach Gott. Lapras. Reicht schon, oder? Ja. Ist das mal. Wassereis, oder? Wassereis. Ich würde einen Donner oder einen Donnerblitz droppen, aber das überlebt halt beides wahrscheinlich. Lapras ist sau tanky. Könntest aber auch ein Lichtschild aufsetzen. Klar. Hoffentlich hat das keine Eiseskälte. Damn, hoffentlich auch keine von denen Eiseskälte. Wahrscheinlich hat die jetzt gleich einen Arctos oder so. Boah, wir tanken richtig schön. Ah, Donnerblitz. Wenn halt ein Crit kommt, dann wird's wehtun. Mhm. Wir müssen halt mal hoffen. Ich denke, das macht Aber nicht wenn das die Hälfte macht, dann tschüss, alles fein. Mehr Schaden als erwartet. Und Surfer sollte ja auch nicht wieder killen, macht eher wenig Schaden, ja.
So lässt sich halt. Lässt es sich halt echt leben. Ja. Das schönes ist schön. Leben. Kann man sich schön zurücklehnen. Gut, es hat die jetzt irgendwas, was man sich mit Chashin wegmachen kann. Ja, jetzt kommt natürlich Mammutl wegen Elektro. Was haben wir denn das beim gemacht? Miss Abdi, ne? Eisschädel. Ja. Aber die, was ist das für ein Level? Das ist niedrigeres Level als die von der Trainerin. Bitte kein Crit. Bitte kein Crit. Okay. Okay, gut. Ja, der Eisenschädel tötet halt. Muss eigentlich, muss, ne? Muss safe. Sofern die da nicht EVs und BVs reingeballert haben. Ja, scheiße. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ich weiß es nicht. Ob ich es riskieren soll. Du, aber die debitieren. Ja, es stimmt. Dann baller nochmal. Vielleicht war das ja ein Low Roll. Heilt ja nicht mal ganz. Eben, nice. Ich wollte gerade sagen, das ja, heilt. Dann safe kill. Ah. Schönes Leben. Ah, ist schön, ja. Lichtschild ist schon weg. Okay. Macht nix. Reise, da Shit. Können wir jetzt aber, oder? Nicht so aus Wassereis wieder, oder? Wassereis, ja. Shashin, Autosphäre, oder? Der wird halt wieder mit Surfer und Blizzard und so angreifen. Soll ich wieder ein Lichtschild vielleicht machen? Oh, könntest du. Oh, ja. Kann würde man. Nicht schaden. Ah, die hat noch zwei. Auch Speeden tun wir ja auf jeden Fall. Ja, safe. Du könntest jetzt auch rauswechseln, wenn du willst. Oh, ich will einen Donnerblitz machen. Okay. Da bin ich mal so frei. Oh, schade, jetzt trifft es. Bitte nicht kritten. Ja, gut. Alter, das hat so viel Schaden gemacht, trotz Lichtschild. Oh ja. Respekt. Respekt, Ballreise. Respekt, ist so ein cooles Viech. Guckst dir an mit diesen riesen Zähnen. Habe ich leider auch noch nie hergenommen. Ich auch nicht, würde ich ja mal hernehmen. Ja. Wenn es halt in Rubin, Saphir, Smaragd früher kommen würde. Das kommt halt erst beim siebten Orden und lohnt sich das nicht. Ja, da können wir, das können wir jetzt aber mit Chashin bashen, oder? Haben wir eine? Ja, wir haben Lichtkanone. Das ist ja Typ Geist. Da kannst du keine Aurasphäre machen. Ach, das ist das. Verdammt, ja, okay. Lichtkanone. Doppelteam! Okay. Tschüss. Warte. Sogar noch runterspeeden, oder? Würde es das überleben? Das erfahren wir in der nächsten Geil. Folge. Geil. Okay. Gut. Das hat sich gut angefühlt. War gar nicht mal so schlimm. Nee, war gar nicht mal so schlimm. Ja, ja, die mag mich. Hast du es gelesen? Was gibt mir der jetzt für eine TM? Lawine. Lawine. Wo man als Letzter angreift, aber dafür doppelten Schaden macht, wenn man getroffen wurde. Macht ziemlich gut Damage eigentlich. Lawine, tatsächlich. Auf einem langsamen Pokémon kann das schon abgehen. Ja, wir können das, glaube ich, nicht mal jemandem beibringen. Oder? Nee, leider nicht. Aber aufheben. Aber, ja, später für Schneebedeck oder... Ja, ja, genau. Wie heißt der andere? Quickel. Quickel, genau. Falls einer stirbt. Ich glaube aber Quickel wäre besser, weil ich weiß nicht, ob das ist auch nicht schnell, aber... Hm? Die sind beide... Ja, Mammutl hat halt Sherox outspeedet, ist gar nicht mal so langsam. Stimmt, ne? Wir könnten die beiden mal von der Ripbox wegtun. Das wäre mal was, ne? Sonst denken wir irgendwann noch, oh, die sind ja tot. Wir drei sogar. Alter. Wir haben ja Berli auch noch. Unsere Box der verfügbaren Pokémon füllt sich wieder. Zum Glück. Zum Glück auch mal mit was Brauchbarem, ne? Weil. By the way, Tauros. Der Son Goku-Mörder. Ja gut, falls mal unser ganzes Team gewreckt werden soll, könnten wir sowas wie Magneteria reintun und Berli, Herr Winter oder das hier. Dann hätten wir noch Ding hier, H2S04. Na, wir würden schon eine Alternative finden. Ja, eben. Gott sei Dank. So hast jetzt du geheilt? Hast du geheilt? Geheilt, tatsächlich. Ja, cool. Jetzt müssen wir jemanden Kraxler beibringen. Ja, bitte nicht. Bitte. Ja. Wahrscheinlich Aaron, oder? Shashin, ja. Ja, Shashin kommt schon zu Trimmer. Sollten wir Knirscher wegtun, weil wir haben eh nicht mal Step drauf. Ja, ich glaube schon, oder? Oh, mach mal. Gut. Ich meine, Kraxler ist gar nicht so schlecht. Der kann, glaube ich, sogar verwirren, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß gar nicht, wie viel Schau Damage mal. Das überhaupt macht. Das ist gar nicht so schlecht. Das macht 90 Damage. Eine stimmige Attacke, die Gegner eventuell verwirrt. Tatsächlich. Hilft aber nur mit 85%. Ich hab's gesehen. Wie cool wäre das denn animiert, wenn wir mit Stalos den hier diese Anhöhe hochkraxeln? Auf dem Stimmt. Rücken von Stalos. Das wäre mal lit. Also hier können wir auch da wäre ein Item. Ich glaube, da ist eine TM. Ja, deswegen will ich auch hoch. Alter, ist das nervig! Holy shit.
Oder düster Umhang. Das war für ne, Zwirfinst. Leider haben wir keinen. Ach, leider, da kann man von beiden Richtungen hochgehen. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Lit. Ja, come on. Können wir uns ein Pokémon formen? Ich glaube nicht. Du müsstest mal nochmal raus und reingehen. Ich glaube, das ist auch das Ufer. Okay, ja. Ja, laber mich nicht zu hier. Okay, jetzt pass auf. Das ist hier mal der Stärkeufer und... See der Stärke. Sollen wir? Ja. Mit Surfer oder was angeln? Aber sollen wir kurz nachschauen? Ja. Ja, so frei sind wir halt mal, ne? Ja. Wir haben eh schon so viel diesen Part geschafft. So, jetzt pass auf. Das war hier. Nee. Falsch, bin schon wieder falsch unterwegs. Verdammt. So. Pokémon-List. Genau. So, jetzt pass auf. Das ist es nicht. Ich schätze, du wirst ein bisschen weiter runter scrollen müssen. Ein bisschen weiter, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh. Da kommen wir schon mal. So, hier, See der Wahrheit. Stärkeufer ist hier. See der Kühnheit. Hier. Da kann man die Starter-Pokémon fangen. Die kann man da oben fangen. Aber da kann man auch wieder nur... Oh mein Gott, lass da oben hin. Zu jeder Zeit. Wir haben gerade Nacht. Das heißt, wir können die hier fangen. Klippenschillock. Angeln könnten wir uns einen Scheißdreck und surfen auch. Vielleicht kriegen wir auch einen Suicune oder wieder einen Impergator. Dafür müssten wir aber dann bescheißen von der Tageszeit, oder? Nee, warte. Achso, das war immer. Das war immer zu jeder Zeit. Okay, alter, nice. Ah, okay, alter. Da gibt's richtig krasse Pokémon. Warum ist hier. Wieso wird der Plinfer angezeigt? Shiggy, Plinfer, Hydropika. Ja, aber guck mal, hier ist das Ding. Hier ist Panflam. Achso, lol. Stimmt, das ist ein Fehler. Ja, ist schade, ich dachte, da gibt's Panflam. Okay. Ja, das Panflam ist richtig gefeiert. Ja, klar. Ich würde schon sagen, dass nicht wir das. Nicht verkacken hier. Dass wir das oben nehmen, ne? So. Ich hätte nicht mal gewusst, dass da oben Gras ist, wenn ich ehrlich bin. Ja doch, das wusste ich schon. Ich glaube, das ist sogar ein Item. Ja, ne. Das wollen wir natürlich. Blizzard hier. Kann man aber auch kaufen. Ja. Jetzt ein bisschen Zeit totschlagen hier. Ja, Speed bringt nicht mal so viel, weil es leckt irgendwie nur. Ist nur im Kampf effektiv. Das stimmt leider. Ja, ich kann das hier machen. Okay. Hat sich ja gelohnt. Ja. So, jetzt hoffen, Suicune. Komm! Suicune! Oh, ah, Blinzer! Ist auch okay. Wir hätten Flugball kaufen sollen. Yes, big yikes. Ich würde das eigentlich sogar hernehmen, aber ich weiß nicht, für was man es tauschen könnte. Als ob das jetzt wieder rauskommt. Was ist denn das? Dann hätten wir halt drei Stahl-Pokémon. Stimmt, ne? Ja, aber deswegen. Nicht vier sogar. Wir lassen es einfach auf der Ding. Wir haben Stalos als Stahl-Pokémon, Lucario, Xerox und dann hätten wir auch noch hier. Blinfa als Endentwicklung. Das wären vier Stahl-Pokémon, Flo. Ja, ich hab doch eh gesagt, wir lassen... Wir wären ja nicht der Stahltrainer. Das bleibt nicht drin, ne? Wir haben genug Bälle, das wird schon irgendwann drin bleiben. Ich wirf jetzt mal Pokebälle und werfen für die... Weil ich will dann ein Ding werfen, einen Timerball. Gar nicht mal so dumm. Da verschwenden wir jetzt schön viel Zeit mit den Pokebällen. Oh, es wäre fast drin geblieben sogar. Superball werfen wir noch mal ein paar. Das ist echt so schwer zu fangen. Primärball auch noch. Oh, okay. Oh, nice. Ich habe nicht mal die Wackler-Animation gesehen. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, ist nicht schlecht. Spitzname. Wie? Es hat einen Schnabel. Sollen wir es Lucia nennen, weil es Lucia ja nennt? Was männlich? Lucio. Der Lucio. So heißt doch der männliche Charakter, oder? Ich glaube, der heißt sogar Lukas, wenn ich mich nicht hier. Oder? Nee. Lucio. Der Top 4-Mensch heißt. Nee, der heißt auch noch. Das heißt aber Lucio jetzt. Tja, schon too late. Sollen wir noch schnell Suicune holen? Also, wild begegnen. Ja, jetzt. Ja, guck hier, Suicune. Schade. Ja, schade. Egal. So, wo müssen wir jetzt als nächstes hin? In den. Musst du nicht noch in den See rein? Also in das. Was kommt jetzt? Jetzt wird in die Höhle. Verdammt. Es kommt irgendwo. Ah, okay. In Europa jetzt okay. Naja, gewesen. Ne? So. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Mich stört diese Ding hier. Dieses, ne? Das hat jetzt Augen. Guck dir das an.
Dann müssen wir jetzt noch Schleierde in die Geheimbasis von denen. Okay. Ich denke, dann geht's schon. Jetzt ab hier. Hm. Aber wir sind eh schon wieder am Ende vom Part. 32 Minuten. Ja, tatsächlich, ne? Ist gar nicht mal du so. Du kannst schlecht. Mal hinlaufen und schauen, ob wir auch richtig liegen. Ja, genau. Falsche Richtung. Ich glaube, du musst nämlich erst in die Mini-Basis links davon. Ach so, okay. Wenn wir da schon reinkommen, sind wir hier richtig. Stimmt, da war was, ne? Hier ist noch was anderes zuerst. Ach, du brauchst mal den Schlüssel. Wie war das denn nochmal? Wie war denn das? Liegt der nicht rechts neben der Basis, also neben der Hauptbasis, neben der fetten? Was meinst du jetzt? Rechts, dann hoch und dann hier rechts. Oh, jetzt bin ich reingegangen. Ja, hier rechts. Oder links davon. Aber das war irgendwie so. Da liegt tatsächlich ein Schlüssel. Nee, da liegt ein Sonderbonbon. Hä? Die können wir gebrauchen. Warte, ich geh mal kurz hier rein. Was passiert? Ich richte dich mal an hier. Wie war denn das nochmal? Hm. Du bist zu jung für uns. Ich hab doch das perfekte Alter für sie, oder? 10. Vielleicht, vielleicht hier ich draußen. Ich bin überfordert, ja. Ich laber den mal an. Sieh mal, schau dir mal diese Antenne an. Ja. Oh, der reagiert mit uns. Sieh mir mein Pipi, mein Potter auf. So. Ja, ich weiß nichts von einem Schlüssel zum Lager. Ah, der geht jetzt irgendwo hin. Jetzt kommt die Belle. In der uns das Lager von Singular habe ich hier bei mir. Ah ja, geil. Alles klar. Geil. Ja, natürlich komme ich mit dir mit. Okay, jetzt müssen wir links gehen, ne? Mhm. Aber ich würde sagen, wir beenden den Part vor dem Eingang. Ja. Weil wir cool sind. Ich bin gespannt, ob wir das komplette Hauptquartier in einem Part schaffen. Ich hoffe doch, natürlich. Das wäre schon lit. Also dann beende ich hier jetzt den Part zusammen mit Lukas. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns bald wieder in... Ja, ihr wahrscheinlich nicht bald, aber... Wir. Ein paar Minuten. In 2 Minuten. Also dann. Also dann habt viel Spaß. Tschüssi. Tschüssi. Da.